Ich habe jetzt mir gerade noch einmal die ganzen Inhalte des Kurses angeguckt und mir ist aufgefallen, dass ich eine Sache noch nicht genug betont habe. Es geht natürlich darum, Stärke zu haben, es geht darum, informiert zu sein, es geht darum, sich positiv auszurichten, ganz viele Dinge, aber es gibt auch eine Sache, die zur Ehrlichkeit mit sich selbst gehört, nämlich die eigenen Gefühle ganz anzuerkennen und auch zu zeigen, zu leben, zu fühlen, das zuzugestehen. Ich habe gestern einen sehr schönen Bericht gelesen von einer Frau, aus einem Buch. Die Frau sagt, sie selbst hatte Krebs. Und sie sagte, wenn wir selbst krank sind, vergessen wir oft so schnell, dass unsere Angehörigen mit uns zusammen so nah am Feuer stehen, dass sie auch verbrannt werden. Und das ist genau das, was ich fühle. Das ist auch genau das, was ich bei anderen Menschen erlebe. Ja, es ist nicht unser eigener Körper. Und wir sind ja gesund. Aber wenn wir so dicht dran sind an jemand anderen, der krank ist, ganz besonders natürlich, wenn es auch unser eigenes Kind ist, dann stehen wir im Feuer. Und das müssen wir uns klar machen. Ja? Und das dürfen wir auch. Das dürfen wir und das ist ganz wichtig, sich das zuzugestehen. Und wenn du wütend bist über das Schicksal, dann sei wütend. Und wenn du traurig bist, dann sei traurig und lass die Tränen raus. Such dir eine starke Schulter oder ein gemütliches Kissen und weine es alles mal ab. Wir haben heute manchmal, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Menschen Angst haben, dass sie die Kontrolle verlieren, wenn sie schwach sind. Und ich habe in den letzten Wochen viel geweint. Und ich habe aber keine Kontrolllosigkeit dadurch empfunden. Es ist anstrengend und trotzdem ist es auch gut, weil man gesteht sich auch selber alle Gefühle zu. Also, ich möchte dich dazu ermutigen, so mutig zu sein, deine Gefühle auszudrücken. Hol dir vielleicht auch eine starke Schulter, hol dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst, über deine Gefühle. Es kann auch sein, dass es sich für dich ganz anders anfühlt als für deinen Mann oder als für deine Schwester oder als für jemanden anders, der dir nahe ist. Das kann gut sein und trotzdem ist es nicht falsch. Schäme dich nicht deiner Gefühle, sondern sage, ja, es ist so, aber es ist da, es darf alles da sein. Ja, solange du nicht dein Kind damit belastest, ist es gut, wenn du dir Räume suchst, wo du diese Gefühle zeigen, leben kannst. Ja, nimm dich wichtig in diesem Prozess auch und achte gut auf deine Gefühle.